ebenso wenig Vögel. Die Seltenen, die vor meinen Augen flüchten, die Bäume und Oasen werden selten. Ein Gärtchen reicht nicht für die Vögel und Tiere. Dabei ist das unser Paradies. Im Freien zwischen Bäumen und Sträuchern. Und ich atme. Und es leuchten nun blau-violette, getönte Blüten an langen grünen Stängeln. Der Wind spielt mit den Sonnenstrahlen und den Schatten. An Spinnwebchen oder Weben werden kleine Blätter von Samenhülsen wedelnd im Wind hin und her gewogen. Und in der Ruhe schwirren brummend Fliegen scheinbar ziellos umher. Am Boden auf dem Tisch tasten sie und erschmecken unruhig die Oberfläche. Duft und Süße suchend. Wer piepst, wer zieht hoch oben. Eine Meise fliegt über meinen Kopf und gleich krabbelt mir schnell eine kleine Spinne in die Schrift. Ohne Groll habe ich sie weggewischt, vielleicht krollt sie mir und piekst mich. Es ist Friede. Eine lange Zeit wie damals, als die Romantiker die Natur malten und meine frühe Liebe zur Malerei in warmen Schatten und engen Räumen erblühte. Vor dem Ersten Weltkrieg, als es in der Kunst schon freie Ausdrucksformen gab. Es leuchten Blätter im satten Grün, wie Schaumkronen auf einem tiefen Blau. Die Abendsonne strahlt auf mein Knie. Die kleine Spinne sitzt dort, die ich weggewischt hatte. Frech schaut sie mich an und zack, habe ich schon wieder sie weggewischt, ohne zu denken. Jetzt suche ich sie auf dem Boden, aber es juckt mich noch irgendwas am Zeh. Es sind so viele Details zu entdecken, von denen ich nur wenige beschreiben kann, ganz wenige. Aber ich finde alles zusammen großartig. Den Specht, der am weiten Stamm klopft, als klopft er an meinen Kopf. Den Blick in die Baumkrone der Eiche und die anderen Bäume. Alles ist so endlos. Die Wärme lässt uns öffnen, erblüht. Wir erblühen, sie suchen, sich finden, erwärmen. Ich habe auch was geschrieben, was nicht so schön ist. Was eher in unsere Zeit passt. Dazu habe ich auch ein Lied gemacht. Verspürt etwas heißt es ja. Wem, wer sind wir, dass uns etwas blüht? Euch blüht etwas. Euch, der er uns zuhört und betrachtet mit euren Sinnen. Es gibt uns, der wir art tätigen, und es gibt euch, damit ihr uns mit euren Sinnen erfassen könnt. Nun hört, ich möchte nicht diese Trennung zwischen hier und dort, oben und unten, links und rechts. Im Kerndenken, im Ursprung begreifen, in Einheit fühlen, im Einssein geerdet sein, das möchte ich. Leider weiß ich, dass dies schwer möglich ist. Dass es diese Anstrengung des Begreifens ist, die es nun ermöglicht, über die Leichtigkeit zu steigen und dort andere Erlebniswelten zu begreifen, ohne sich über die jetzige Zeit zu stellen. Somit wäre kein Sein vom anderen getrennt. Muss denn die Mühe des Denkens und die Anstrengung des gesamten Organismus ein Empfinden des Andersartigen sein? Das ist, glaube ich, nicht. In uns blüht etwas. Von ihm bekommen wir Informationen, eine Vitalität, die über das genormte Wissen ein vielschichtiger Wissensspeicher ist, den man anzapfen kann. Allein diese Welt überlebt nach dem Untergang des Homo sapiens. Uns blüht der Untergang, wenn nicht durch Krieg, dann durch das Erdachte und die Umsetzung des Wissens. Wir haben die Atomkräfte, das Plutonium, die Neutronen entdeckt und entfesselt. Wir haben auch mit dem Verbrennen und der Ungleichheit, der ungleichen Tier- und Pflanzenzucht begonnen, ein Ungleichgewicht herzustellen, das auf unsere Atmosphäre schwere Auswirkungen hat. Das wissen wir. Uns blüht das Aussterben. Wir lassen viele Lebewesen aussterben und unser Wasser haben wir verunreinigt und vergiftet.
vermüllt haben wir es. Es ist wahr. Das, was wir im letzten Leben, das, es ist wahr, dass wir im Jetzt leben, dass die Gegenwart die konzentrierte Form des Erlebens vermittelt. Aber wir können klug genug sein, an unsere Kinder und unsere Zukunft zu denken, an die Zukunft unserer Kinder, an die Menschen, nicht nur an mich und an den dort, oder nicht nur an dem, der dort ist oder wer er auch sein mag. Das Einssein ist auch in einem Begriff verdichtet, und das ist die Zeit. Die Zeit in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wie fest, flüssig, gasförmig ist in drei Konstellationen ein Tor zu dem Ursprung der ungeteilten Einheit. Aus ihr heraus sollten wir handeln, aus dem Denken des Resoluten, aus dem Ergebnis, die das Leben auch intensivieren und relativieren, aus diesen Ergebnissen. Wir sind in der Bewegung der Ruhepol vom Vergangenen und der Zukunft. In unserer Gegenwart blüht alles etwas schöner, und etwas Schönes und Gutes ist unsere Gegenwart. Ein Tag mit Düften, Winden, mit Falten und Sprüngen und lauten und leisen Klängen, Angst und Schrecken, Liebe und Zärtlichkeit. Und daraus wächst eine ungebändigte Natur über das Menschsein hinaus. Der Mensch wird einfach wie unnötig vor etwas Wind und Wasser weggewischt. Seine Selbstüberschätzung rechnet mit ihm ab. Die Notbremsen sind zwar schon gezogen, aber sie sind auch zerbrochen und greifen nicht. Lasst uns alle von diesem Zug abspringen mit Mut. Unser Leben wird bluten und schmerzen. So ist der Beginn und der Abschied. So ist er. Jetzt kommt er. Wenn ich sowas geschrieben habe, dann mache ich meistens hinterher noch ein Lied, um das Ganze so komprimieren oder auszugleichen. Was spiele ich jetzt? Wir warten, wir haben Zeit. Oh je, das klingt furchtbar. Um zu verstehen den ganzen Erdenkreis, wollen wir es gut und wollen wir verstehen die ganze Welt. Doch wir kennen nur einen kleinen Teil der Natur. Wir haben Macht einzugreifen, doch wir müssten zuvor reifen und begreifen, dass wir stark sind. Begreifen, dass wir zu stark sind. Wir warten, wir haben Zeit, um zu verstehen. Alles wächst, ändert sich, was friedlich war, schlägt nun zurück. Halte die Zeit an, schau zurück, fange an. Wir haben Zeit, wir haben Macht einzugreifen, doch zuvor müssen wir reifen und begreifen, dass wir stark sind. Dass wir zu stark sind. Nicht mehr ein Kind, das Antworten suchen muss. Aus unserer Erfahrung ziehen wir unseren Schluss. Dennoch kennen wir nur einen kleinen Teil unserer Natur. Wir haben Kraft, Macht einzugreifen, doch zuvor müssten wir reifen. Wir müssen begreifen, dass wir stark sind. Dass wir
Und wir blühen auf mit dieser Kraft in diese Welt hinein. Wir sehen uns als reines Wesen, wie ein Kind, schwach und klein. Wir teilen unsere Welt, wir teilen sie auf und entlassen unsere Form zur Freiheit hin, damit sie sich dort entfaltet und aufsteigt im Dunst und Nebel, sich aufgibt und verwandelt und offen ist. Der Stamm hält fest und gibt die Richtung in die Höhe an. Aus grauer Rinde reibt sich die Haut zur Alterung und Härte zum Mantel, der im feinen Stoff dem zarten Hauch der fühlenden Hand darreicht. Die Zeit scheint kühl zu sein, schreitet sie voran, doch warm und weich ist sie, wenn sie erlebt ist und vergangen. Zeiten fühlt empor an den Rändern, die Emporen prallen in jedem Hindernis, in jedem Enge und seinen Winkeln. In der Dunkelheit fühlt den Gegenwillen, aus diesem Spalt heraus möchte die Zeit uns ein frisches Blühen zeigen, aus den alten Knollen und gehüteten Schätzen. Sie ist erlebbar in der Gegenwart und wächst und füllt sich bis zu den Rändern mit Licht und Wasser auf. Nähert uns, nähert sich dem Wangen runter zur Haut. Wange spürt das Herz, das Leben nah bei sich und die Berührung ist der Sinn, das Glück, der Friede und die Erlösung. Wir ahnten auf verschworenen Annähern, gebogen zum Kontakt, ist dort er außer sich, er vibriert und treibt sich an gegeneinander. Sollte dort nichts sein, ist dort das ganze Sein erreicht und gibt in ungebändigtem Sprühen die Freiheit aus seiner Hülle. Alles Erlernte und Erdachte ist etwas Unbekanntes. Ich habe noch hier. Die Wärme lässt uns öffnen, erblühen sie. Die Wärme lässt uns öffnen, erblühen sie, suchen, sich finden. Erwärmend dränge ich das wachsende. Das geht da nicht so. Sie suchen, sich finden, erwärmend dränge ich der wachsenden Fülle der Poren, der Säfte und anschwellenden Hülsen und Häute und Wände entgegen, mehr werdend, sich sammelnd, anreichend auflehnend, sodass die Veränderung das, die Konsequenz ist von aller Reibung und dem Kampf, der Kampf der Unterschiede von warm und kalt. Also das ist ja schlecht, also schlechter kann man nicht vorlesen. Sätzen 6, Halt und Tod, kalt und Tod, das gehört zum Leben dazu, wie das Schlafen und das Essen. Im Tod ein Wachsen zu sehen, das ist ein Ende mit Verwirklichung des Geistes.